keine Ahnung, was das ist. Hier sind so Dinger drin. Vielleicht weiß es jemand von euch. Und hier konnte man was reinmachen. 28. Juli 86. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich stehe direkt an der Straße. Hinter mir ist schon das Objekt. Ich weiß noch nicht viel drüber, aber innen drin soll es spannende Entdeckungen geben. Also wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, bleibt unbedingt dran. Hier stehen schon wieder riesige Bäume. Auf jeden Fall ein großes Haus. Und die Tür ist offen. Leider die Decke eingestürzt. Hier sieht man noch den alten Ofen. Also ich muss ja sagen, ich bin leider schockiert über den Zustand. Guckt mal hier. Ich gehe jetzt mal hier lang. Hier ist noch ein Treppenhaus. An sich stehen hier schon noch viele Gegenstände drin. Aber es ist halt auch komplett einmal zerrümpelt worden. Scheinen mal in Ruhe gewesen zu sein. Oh mein Gott, ja, ist. Oh, krass, guckt euch das an. Oh, krass. Eieiei. Da steht noch ein alter Ofen. Ach, du Heilige. Hier auf der Seite war mal das Badezimmer. Hier dann die Küche. Und hier sieht man nochmal, dass die ganze Etage zusammengebrochen ist. Also ich gucke mir jetzt nochmal den Keller an. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen was im besseren Zustand. Oh, auf jeden Fall gefliest. Ganz viele kleine Räume. Die Decke sieht auch gut aus. Hier waren noch mal Toiletten. Ja, tatsächlich. Hier?
Vielleicht sowas wie eine Dusche. Noch mehr Toiletten. Also im Keller? Ein Lager. Guckt mal. Auf jeden Fall noch D-Mark. Leere Einweggläser. Hier nochmal ein Waschbecken. Und noch mehr Toiletten. Das waren wahrscheinlich die Damentoiletten. Und auf der anderen Seite die Herrentoiletten. Okay. Dann ging es hier, genau hinter der Treppe, nochmal ab. Ein alter Wäschekorb. Ja, ihr seht jetzt, glaube ich, nicht viel. Hier ist nur Elektronik. Flaschenlager. Ah, hier, Kohlegabel. Heu, also Stroh. Anscheinend haben die hier mal ihre Tiere gehabt. Sieht bald so aus. Boah, da stehen noch ganz große Flaschen und lauter Holzkisten. Gott, ist das dunkel hier, ey. Ihr werdet gar nichts sehen. Das hier ist. Wir gucken mal auf das Schild. Was steht da dran? Leinbrockwerk. Bad Gottleuber. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier sind so eine Dinger drin. Vielleicht weiß es jemand von euch. Und hier oben konnte man was reinmachen. Jetzt zeige ich euch nochmal die großen Flaschen. Hier. Da die Holzkisten als Obstkisten. Lege jetzt noch mal runter. Ist ja wahnsinnig. Also der Keller hat ja anscheinend am meisten zu bieten. Es geht hier noch weiter. Steht noch ein alter Schrank mit Papier drin. Noch so eine Obstkiste. Ja, was ist das? Sieht aus wie Kohle. Könnte Kohle sein. Und es geht noch weiter. Und noch ein großer Raum. Wieder alles voll. Oh, alles voll Alkoholflaschen. Da hinten wieder so ein paar Obstkisten. Und jetzt ging es hier. Ist ja auch witzig, hier geht es eine Treppe hoch. Aber da ist ein Dach drüber. Okay. Gut, dann aus dem Keller raus. Man kommt noch von der anderen Seite ran, da wo diese Holzfront war am Anfang. Ich bin jetzt erstmal wieder draußen. Ich gehe jetzt erstmal einmal rundherum ums Haus, denn es müsste noch einen anderen Eingang geben. Weil ich habe da erst noch so einen Anbau gesehen. Und hier hinten ist auch nochmal sowas wie eine Scheune, aber die hat schon kein Dach mehr drauf. Ich zeige es euch mal kurz. Da kann man es so ganz leicht erkennen. Das war bestimmt mal die Scheune von dem Haus.
Jetzt bin ich am Seiteneingang von diesem Haus. Schöne Flügel. Und jetzt habe ich hier noch einen Eingang entdeckt. Ich glaube, da war ich erst schon mal, als ich von oben nach unten geguckt hatte. Ja, hier geht es nur eine Treppe hoch. Hier sind jetzt keine Räume. Schöner alter Schrank. Schaut mal her. Stehen noch die ganzen alten Schuhe. Also wirklich, hier sind auch noch mehr. Da. Da. Ja, jetzt geht es hier nur noch die Treppe hoch. Aber die Seite hatte auch einen Keller, wo ich jetzt gleich mal runtergehe. Hier ist schon wieder ein Zeitungsindiz. Und guck mal. 28. Juli 86. Da gibt es nichts zu sehen. Ich guck mal hier rein. Hier ist wieder so eine Kiste, da noch eine Kiste. Ansonsten nichts, war also anscheinend nur ein Lagerraum. Hier wieder ganz viele Zeitungen. Auch von 1986. Und wieder lauter Flaschen. Obstkisten mit leeren Flaschen. Und hier ist ja mal das absolute Flaschenlager. Guckt euch das mal an. Oh Gott. Weinbrand. Ach krass, ey. Okay. Also haben wir den Keller auch. Geht's weiter rum. Ist schon eigentlich ein schönes großes Haus, nur leider in einem ziemlich schlechten Zustand. Oh ja. Also die Seite ist schon komplett eingestürzt hier. Krass, oder? Ja, die Natur, die holt sich das alles zurück. Schöne große Terrasse war das mal. Sieht aus, als wenn das mal ein großer Gastraum oder sowas war. Ich guck mal, ob ich da noch irgendwo reinkomme. Ja, hier von vorn kommt man da noch rein. Also das ist leider auch viel zu gefährlich, um hier reinzugehen. Der ganze Boden wackelt. Ich zeige es euch gleich mal. Und genau dort vorne ist schon die ganze Decke eingestürzt.
Das soll es auch schon gewesen sein mit diesem kleinen Abenteuer. Cool war ja auf jeden Fall das Klavier und auch die persönlichen Sachen, die Zeitung mit Datumsanzeige, die Schuhe. Also das war schon nicht schlecht. Hätte gern noch mehr erkundet, aber da geht die Sicherheit einfach vor. Und wenn man schon sieht, dass irgendwo ein Boden wackelt, dann lasse ich es einfach auch. Das ist es mir dann nicht wert. Ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Auf Instagram könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da poste ich gerne mal ein paar Bilder, die ich bei YouTube nicht zeige. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und ja, bis zum nächsten Abenteuer.